KinoCast. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung vom KinoCast. Wir sind bei Nummer 1071, nee, das war die Sneak-Nummer. Wir sind bei Nummer 677. Warum gibt es eigentlich weniger Ausgaben KinoCast wie Sneak? Das ist seltsam. Na, alles klar. Ja. Ach, wir haben in manchen Ausgaben mehrere Sneaks besprochen, darum. Ja, und Sommerpause und. Naja. Herzlich willkommen, Chris. Hallo. Hallo Erik. Schöne Hallo. Grüße an die Kate, die ist heute mal nicht dabei. Und da können wir eigentlich, ja, wir teasern mal ein bisschen an. Wir haben heute 1, 2, 3, 4 Filme und vielleicht reden wir über eine Serie noch ganz kurz über die neue Ausgabe. Und ja, dann starten wir gleich mal rein mit der Sneak Preview der vergangenen Woche. Helden der Wahrscheinlichkeit. Geht es um eine Gruppe Mathelehrer, die besonders gut im Rechnen ist? Ganz, oder? Nicht ganz. Du bist nah dran, aber nicht ganz. Also in der Hauptrolle sehen wir erstmal Mads Mikkelsen, der einen Soldaten spielt im Einsatz, weit, weit weg von der Heimat in Dänemark. Aber bis der auftritt, passieren noch ein paar andere Sachen. Und zwar ist tatsächlich ein Wahrscheinlichkeitstheoretiker, der seinen Job verliert, weil die sagen, also der begründet alles mit welcher Wahrscheinlichkeit passiert Zell und jenes und hier und das und überhaupt und extrem gut und also wie soll man das sagen? Also er berechnet wirklich komplett die Wahrscheinlichkeiten von allen möglichen Ereignissen, die da eintreten können und er macht das zusammen mit seinem Kumpel Lennart. Schöne Grüße. Lennart ist der ist Hacker sozusagen. Also nicht nur sozusagen, sondern der ist Hacker und auch ziemlich abgefahren. Also Otto ist abgefahren, der gute Mann mit dem Wahrscheinlichkeitsrechnen. Sein Kumpel Lennart als Hacker ist komplett abgefahren. Das sind halt wirklich so typische Menschen ohne Freunde, so Moffs mehr oder weniger, die halt sich haben. So kleine, im allgemeinen Sprachgebrauch würden sie so etwas als Freaks dastehen. Und die haben zusammen eine Präsentation und daraufhin verlieren sie ihren Job oder verliert Otto seinen Job. Was Lennart jetzt eher so egal ist, weil der hackt sich eh überall rein und verlängert dann auch gerne mal beim Fitnessstudio seine Fitnesskarten und seine Mitgliedschaften, solche Sachen. Also so kleinkriminell, weil das sind ja Sachen, die sind viel zu klein, um verfolgt zu werden. Das macht man ja nicht. Also das ist ja nicht schlimmer, wie über eine rote Ampel fahren, also bitte. Und es kommt dann dazu, dass eben Otto mit der Bahn nach Hause fährt und das ist die Szene aus dem Trailer, die man da sieht. Er bietet einer Frau, die mit ihrer Tochter unterwegs ist, den Sitzplatz an und es kommt zu einem riesigen Unglück, wo der halbe Zug komplett aufgeschlitzt wird an der Seite, weil ein Güterwaggon falsch stand. Dabei stirbt die Frau, weil sie eben auf dem Sitzplatz saß und sie ist die Frau von Markus, also von Mads Mikkelsen, der daraufhin zurückreisen muss zu seiner Tochter, was ja die Beziehung der beiden kurz warm werden lässt, aber ansonsten ist sie schon sehr kühl, weil Vater und Tochter doch sehr, sehr entfremdet sind. Und eines Tages steht eben dann Otto wieder vor der Türe oder bei denen vor der Türe zusammen mit Lennart und sagt, hey, pass mal auf. Ich habe mir das alles angeschaut mit den Daten und blablabla. Und das ist alles viel zu unwahrscheinlich, dass das genau so passiert ist. Da muss mehr dahinter stecken. Und sie holen dann noch Emmentaler, einen weiteren Kumpel, ins Boot, der ganz arg gut mit Gesichtserkennungssoftware und auch so mit Computerzeug drauf ist. Also noch eine andere Stufe, einfach eine andere Stärke hat wie jetzt Lennart. Und zusammen stellen sie fest, okay, es scheint irgendwas nicht ganz koscher zu sein hier. Weil in diesem Zug saß auch einer aus einer Gang, der eine Aussage hätte machen sollen, um eben dann den
Chef des Clans oder der Gang, die Riders of Justice heißen die, so heißt der Film übrigens im Original, um die hinter Gitter zu bringen. Und dann beginnt eben ein klitzekleiner, abstruser Rachefeldzug von Soldaten Markus mit seinen drei neuen Kumpanen gegen eben diese Gang. Der Film ist dann geprägt von unfassbar schwarzem Humor, von unfassbar harten Szenen, von unfassbar skurril witzigen Szenen. Es ist immer wieder das Verhältnis zwischen Tochter und Vater, die dann noch einen Freund mit anschlägt, der sich einschleppt, der sich erstmal richtig eine einfängt vom Vater. Und lauter so sagen, also herrlich. Man sieht, wie Freundschaft Brücken bauen kann. Man sieht, wie der Umgang ist mit schweren Verlusten, und es ist teilweise einfach so zum Schießen witzig und so skurril. Ich habe es wirklich so beschrieben, schon immer, wenn du, also direkt nach dem Film, wenn du denkst, okay, wir haben ein neues Level an Skurrilität erreicht, kommt nochmal eine Schicht drauf und nochmal eine Schicht drauf. Und es wird total abgefahren alles, ohne dass es, und das ist das wirklich Krasse, ohne dass es total unrealistisch wird. Es wird eher so, what the fuck hoch 2, what the fuck hoch 3 und so macht der Film einfach weiter. Unfassbar viel Spaß hat er gemacht. Also ich kann den echt wärmstens nur empfehlen. Mads Mikkelsen, unfassbar geil, wie der quasi keine Miene verzieht, erstmal ganz am Anfang. Auch absolut herrliche Szenen hat, jeder einzelne hat echt krasse Szenen, auch sehr, sehr tiefgehende, psychologisch tiefgehende Szenen. Und es ist einfach stark, also wirklich ganz arg starker Film, der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und wo ich ja, glaube, während dem Film dir schon geschrieben habe mit Erik, den musst du angucken. Ja, ich habe auch schon versucht, da nach einem Screener zu fragen, aber das hat jetzt irgendwie so nicht geklappt erstmal. Vielleicht, wann startet der denn? Vielleicht ist das noch zu lange hin. Das glaubt, der kommt erst im September sogar. Ah, wahrscheinlich, also, deswegen. Das kann schon noch ein ganzes Stück sein, ja, das ist schon richtig. Aber ich bleib da, wie gesagt, dran, ne? Absolut, absolut gut einfach. Ich mag ja solche Filme, wo Leute was am Plan dran sind und so, und hier, wie sich dann so Pläne, wie die denn aufgehen oder auch nicht aufgehen. Ich habe mir selbst die Oceans-Reihe angeguckt, obwohl die mir nicht so richtig gefallen hat in der Richtung. Ich bin ja ein Kind der Olsen-Bande, muss ich jetzt mal sagen. Es war ja bei uns in der DDR das Ding, die Olsen-Bande. Also alle Ossis werden jetzt sagen, ja klar, aber im Westen kennt man das kaum. Es war so eine Filmserie aus Dänemark mit Egon, Benny, Kjeld und noch jemand, den ich jetzt gerade vergessen habe. Und noch so einer. Und die haben halt, die kamen halt so aus der dänischen Unterschicht. Die waren halt immer was, also Egon war halt immer was am Plan dran, und gab es halt so den Running Gag, da wurde halt jedes Mal am Ende eines Films verhaftet und kam ins Gefängnis, und Ende des nächsten Films kam er halt wieder raus und hatte schon, während er im Knast saß, wieder Pläne geschmiedet. War dann immer diese Catchphrase, ich habe einen Plan. Da sind sie halt, was weiß ich, mal in Paris in irgendein Nobelrestaurant eingebrochen und mussten dafür irgendwie noch eine spezielle Soße, ach, ganz verrückt, oder waren in Jütland in diesen alten Nazi-Bunkern und so und haben da was. Ist echt eine coole Serie mit sehr viel Klamauk und sehr witzig, aber ich weiß nicht, ob man, wenn man es damals nicht geguckt hat, ob man das jetzt ob man das jetzt noch cool findet, ob das gut gealtert ist, aber ja, mag ich sehr, also deswegen bin ich da auch drauf und dran, und das riecht für mich auch nach einem Hollywood-Remake, was du so bis jetzt erzählt hast, die ganze Art und Weise, dieses Planen von verrückten Sachen, dieses Dahintersteigen, diese doppelten Böden, die sich da auftun und so, das klingt extrem nach einem Hollywood-Remake. Bin gespannt. Kann gut sein, ja. Bin gespannt. Also. Das kann ich dir jetzt so nicht sagen, aber also wie gesagt, ich hab den wirklich sehr, sehr gefeiert, den Film, weil es ist von den Machern von Adams Äpfel, ich weiß nicht, ob der was sagt, aber ich denke, also ganz sagt, vielen wird Adams Äpfel auch was sagen, den hatten wir seinerzeit auch in der Sneak. Das war dann ein Film, den ich da auch direkt, als er rauskam, auf DVD damals noch geholt habe und auch schon in der Schule eingesetzt habe, der dann, Fun Fact, auch bei meinem Chef im Büro aufgetaucht ist, weil er den auch sehr, sehr gefeiert hat. Und das ist schon ein unfassbar cooler, guter Film einfach. Und es ist genau diese Art von Adams Äpfel auch wieder. Und das ist so gut. Das ist so unfassbar gut. Klar, muss man mögen. Ich mochte es sehr. Und deswegen habe ich ihn auch mit 8 von 10 Punkten bewertet.
Ich werfe gerade mal einen Blick in die Gloria Sneak Gruppe auf Facebook. Ja, das verteilt sich alles so zwischen 7 bis 10 sogar. Hat einer 10 ja. Punkte gegeben, auch den kennen wir ja. Ja, du hast 8, genau. 9, viel dabei, ja. Also die meisten 8. Und klingt echt gut. Hat jemand einen Kommentar geschrieben noch? Nee. Alle nur gewertet, alles klar. Also den werde ich auf jeden Fall beobachten. Startet am 23.09., wie du schon richtig gesagt hattest. Da startet zum Beispiel auch noch Hotel Transylvanien, eine Monsterverwandlung. Aber ich glaube, gegen den konkurriert dieser Film nicht. Wie sieht denn der Tipp aus für morgen, für die nächste Sneak? Für die nächste Sneak, das wäre dann die 1071, ist der Tipp alleinherrschend. Wobei ich da jetzt gleich schon dazu sagen muss, als wir den Film rausgesucht haben, war nicht die Rede davon, dass er im OV ist. Jetzt steht allerdings auf der Homepage des Innenstadtkinos, dass er in OV sein soll. Jetzt bin ich gespannt, ob man nicht doch noch einen anderen Film da bekommen hat. Ich weiß es aktuell nicht. Mhm. Also wenn es der ist, der kommt, dann wird es spannend, den im OV zu sehen. Wenn es ein anderer ist, dann wissen wir das morgen. Alleinherrschend. Hm. Naja, keine Ahnung. Sind da schon eigentlich Tipps eingegangen? Mal schauen hier. Nein, das hat noch keiner mit der Schrotflinte auf Spatzen doch, geschossen. Doch, Erik hier sonst. Ist doch der Martin, hat doch getippt. Super Intelligence hat er getippt. Ah ja. Und wenn ich hier gerade mal so die Filmstarts vor mir habe, die so demnächst, wird natürlich auch vielleicht so auf Free Guy passen. Oder auf New Order, hier Nuevo Orden, hier, das ist ja, glaube ich, in Spanisch, aber da wäre es schwierig mit OV. Was haben wir noch so im Angebot hier? Nee, der nicht. Der auch nicht, nee. Alleinherrschend. Der nicht. Ja, nee, ja, ich überlege gerade, was da so. Gibt es einen Film, der heißt Die Mafia ist auch nicht mehr das, was sie mal war? Toll. Könnte natürlich auch passen, wenn irgendwas im Buff, ja. Naja, dann lass dich mal überraschen. Ich bin ja morgen noch nicht dabei. Frühestens dann, was sagt meine App, 9.8. Das wäre also quasi die folgende Sneak. Ab da sind meine 2 Wochen Karenzzeit nach der zweiten Impfung rum. Ja. Stimmt. Und oh mein Gott, Erik feiert Sneakback, wenn es gut läuft. Mal gucken. Da kommt bestimmt eine große Scheiße hier mit belgischen Darstellern. Ja, nur extra für dich dann rausgesucht, ist ja klar. Genau, nochmal Louise Michel. Meine Heimsneak, ja, da hatte ich auch Mads Mikkelsen tatsächlich. Und zwar hatte ich mir den Film rausgesucht, Chaos Walking, der läuft gerade immer auf Sky. Ist ein relativ neuer Film, also Kinostart war 17.06.2021 in den USA. Also doch relativ neu, mit Tom Holland, dem Spidey, Daisy Ridley, bekannt hier zum Beispiel aus der neuen Star Wars Serie, also nicht Serie, aus den neuen Star Wars Filmen. ja, Mads Mikkelsen hatte ich schon erwähnt. Und in dem Film geht es darum, dass wir erstmal so ein paar Siedler sehen, die da so in der Erde rumbuddeln. Das wirkt alles so ein bisschen, ja, fast so ein bisschen wie Amish People oder so von der Art her. Also da ist keine Technik so richtig am Start und nix. Und einer von denen, von den Jungs, ist halt Tom Holland. Der wohnt mit seinem Vater zusammen in so einer Hütte. Und die buddeln da halt so rum und machen da so Landwirtschaft, was man halt da so macht. Und irgendwann wird es dann doch ein bisschen suspekt. Also es ist nicht so dieses typische Landleben, sondern irgendwas ist anders. Also es ist so wie so ein kleiner Ort und da gibt es so ein Bürgermeister, der regiert da wie so ein Sheriff, würde ich mal sagen, in irgendeiner Westernstadt. Also sehr durchgreifend und das wird irgendwie gespielt von Mads Mikkelsen. Und er hat ganz krasse Meinungen auch. Und was einem dann auch nach einer gewissen Zeit auffällt, in dem Dorf gibt es keine Frauen. Und es wird dann erzählt, dass die Frauen wurden von dem eingeborenen Stamm geholt und getötet. Und wir erfahren dann auch, dass diese Siedlung, die wir da sehen, die befindet sich nicht auf der Erde, sondern in dieser sogenannten New World, also in Planeten, den die Erdlinge neu besiedelt haben, irgendwo am Rande der Galaxis, weil mit der Erde lief es nicht mehr so, keine Ahnung. Und
auf diesem Planeten gab es halt schon in Anführungszeichen Aliens, weil hier sind halt die Menschen ja die Aliens, weil die kommen ja von außerhalb und haben sich mit den Eingeborenen nicht so richtig verstanden und wollten das Territorium streitig machen. Das fanden die natürlich nicht so toll, aber ja, das sind natürlich ein paar Parallelen auch zu den amerikanischen Ureinwohnern, aber das ist alles nicht so scharf formuliert, die Kritik. Das ist eher so am Rande, was man halt mit, wenn man es mit wachem Auge schaut, ein bisschen durchschaut, aber ansonsten ist das, wird da kein Finger drauf gelegt auf das Problem. Dann passiert Folgendes, wir sehen ein Raumschiff, wo Daisy Ridley eben drauf ist und dieses Raumschiff sprengt eine Kapsel ab und da gibt es vorher noch ja so ein bisschen Gespräche zwischen den Leuten, die auf dem Raumschiff sind, dass sie jetzt eben endlich auf der New World ankommen. Also die hatten eine lange Reise hinter sich, insgesamt 64 Jahre. Das heißt, Daisy Ridley ist auch auf diesem Raumschiff geboren und hat nichts anderes kennengelernt als dieses Raumschiff. Es ist ein sehr langer Weg von der Erde bis dahin. Und ihre Großeltern sind damals irgendwann gestartet mit dem Raumschiff. Und ja, diese Kapsel landet dort und sie wollen halt da bei den Siedlern irgendwie landen. Da hieß es, dass damals in der ersten Phase sind dort Siedler gelandet, die das urbar gemacht haben und angebaut haben. Blöd nur, dass irgendwie alle außer ihr bei diesem Crash sterben, also alle außer Daisy Ridley. Und als sie in die Atmosphäre des Planeten eindringen, passiert was Seltsames. Sie können nämlich so die Gedanken von anderen sehen und zwar nur von den Männern, die sind dann wie so eine Hologramm über den Köpfen. Das hatte man auch vorher schon mal bei Tom Holland und seinem Vater und so weiter gesehen. Und ich hatte ja schon gesagt, im Dorf gibt es nur Männer. Das heißt, jeder hatte so eine Aura über seinem Kopf, wo so seine Gedanken zu sehen waren. Und ja, Daisy Ridley landet halt dann dort und kommt dann auch irgendwie, die Leute merken das, oh, da ist was gelandet, gehen da hin. Und Tom Holland findet sie auch und versteckt sie erstmal, weil er jetzt nicht genau weiß, was die mit ihr tun würden. Und letzten Endes ist es dann so eine Flucht, auf der sich dann auch noch mehr Sachen ergeben. Also was ist mit den Frauen damals passiert? Und sie begeben sich dann auch so durch andere Landstriche dieses Planeten. Der Planet sieht sehr aus wie die Erde, muss man sagen. Das ist jetzt das ist jetzt nichts, wo man sagt, hier, das ist jetzt hier völlig abgedreht und brauchen sie hier Atemgerät oder irgendwas, sondern das ist wirklich ein ganz normaler Waldplanet, sage ich mal. Ne? Also man läuft durch normalen ganz Wald. Ganz normal, wie wir es halt kennen. Ne? Genau, hat es halt auch etwas einfacher gemacht, denke ich mal, für die Produktion an sich. Dass es eben so ein Planet war und dass man nicht viel Geld für zusätzliche Spezialeffekte gebraucht hat. Ne? Ja, der Film war gar nicht mal so gut. Also am Anfang war er noch schlimmer, als er dann später wird. Ich hatte euch ja am Anfang gesagt, ihr könnt den, glaube ich, mal auslassen, weil der ist nicht so gut. Und er ist dann schon noch ein bisschen besser geworden, der Film. Also speziell dann, als Daisy Ridley dann aufschlägt und als... Das glaube ich sofort. Und sie sieht ja dann auch diese Aura von den Leuten. Sie weiß halt auch erstmal nicht, was da Phase ist und ihr wird das dann halt so erklärt. Und die Leute dort auf dem Planeten, die sind ja auch schon in der zigsten Generation dort. Ja, denen wurde halt gesagt, okay, ihr seid jetzt hier gelandet und die sind jetzt schon eine Weile dort und die haben sich halt da irgendwie dran gewöhnt. Das heißt, da gibt es auch zum Beispiel gar keine Bücher mehr, weil die sagen, ja, brauchen wir eigentlich nicht. Also wenn jemand was einem anderen mitteilen will und wenn es noch so fantasievoll ist, dann kann er das halt zeigen. Ne? Und das ist halt alles irgendwie ziemlich quatschig und dämlich da, diese Idee, diese Art und Weise. Und ich meine, jetzt mal unter uns, wir sind ja hier, also Planet, ja, oder sag mal so eine Siedlung, in der es nur Männer gibt. Und dann kommt so eine hübsche Frau an wie Daisy Ridley. Man würde doch erwarten, dass da vielleicht diese Gedankenaura, die nun die ganze Zeit sichtbar ist, vielleicht doch irgendwie ein bisschen in eine andere Richtung geht, aber das haben sie nun außen vor gelassen, solche Sachen. Ja. Oder dass die sagen, hey, eine Frau, das ist ja mal schön hier oder so. Ne? Oder nee, es ist irgendwie passiert immer genau das, was man nicht denkt, wo man sagt, oh, naja, das haben sie jetzt irgendwie dem geschuldet, dass sie irgendwo so möglichst viele Zielgruppen ansprechen wollten und ja, ach, ich weiß auch nicht. Daisy Ridley versucht dann noch zu ihrem Raumschiff, also zu diesem Mutterschiff, was diese Kapsel abgesprengt hat, die auf der sie waren, die quasi die Vorhut sein sollten,
versuchen die zu warnen. Sie will da so einen Sender finden und da hilft ihr dann Tom Holland dabei. Die werden gejagt von dem Dorf und haben dann auch noch Begegnungen mit den Anführungszeichen Aliens, die dort auch leben. Und es gibt aber auch noch andere Siedlungen auf dem Planeten, die sich irgendwann mal abgespalten hatten von der eigentlichen Siedlung. Zu denen treffen sie dann auch. Hat mich alles ein bisschen erinnert an diese Netflix-Serie Tribes of Europa. Die war ja aber irgendwie bewusst so ein bisschen leicht scheiße. Und das war auch okay. Also das war... Das ist gut. Das leicht, war, bewusst leicht scheiße, ist gut. Ja, die war so, ja, wir wissen, es ist alles eine quatschige Geschichte. Wir machen es mal so ein bisschen mit Augenzwinkern und machen da so ein paar verrückte Sachen rein und ja, bringen da so ein paar Gimmicks rein, die Filmfans freut und so. Das war halt hier nicht. Das war so ein bisschen wie dieser Film mit Will Smith, wo er mit seinem Sohn auf diesem einsamen Planeten landet, der auch ziemlich blöd war. Und oh ja. Er war ja auch ziemlich war auch nicht so toll, ja. Und so. Also hier bei dem Film war es so, der eigentlich hatte Robert Zemeckis mal den Regiestuhl übernommen. Und da gab es dann auch ein bisschen hin und her und irgendwann hat er es dann sein gelassen. Und dann hat Doug Liman übernommen, der eigentlich auch eine gute History an Filmen vorweisen kann. So Mr. und Mrs. Smith, hier Born Identität und sowas. Haben auch im Sci-Fi-Genre so mit Jumper und wie hieß der, Edge of Tomorrow oder so. Aber der Film war echt nicht gut, ey. Das ist so schade. Das hätte cool sein können. Also diese ganze Idee mit diesen... Mit dieser komischen Aura, das hätte es auch nicht gebraucht, finde ich. Da, das, also wenn du diesen einen Effekt, wenn du den rausnimmst aus dem Film, hätte es eigentlich ganz cool werden können. Irgendwie diese Siedlung, da sind nur Männer, dann landet eine Frau und die will was und die anderen Männer jagen die. Das hätte eine coole Geschichte werden können, aber mit diesem extra Ding, weiß ich nicht. Hat mir also nicht so gefallen. Habe ich schon eine Wertung eingetragen? Ja, 4,5, ja, das passt. Passt soweit. Also es ist auf jeden Fall unterdurchschnittlich. Und ja, Darsteller sind natürlich ganz gut, ja. Aber. Oh Mann, das tut mir fast ein bisschen weh, wenn du so. Ich hatte echt mehr erhofft. Ich hab da das Poster gesehen und die Geschichte. Ich versuche ja bewusst bei meinen Heimsneaks auch jeglichen Trailer zu vermeiden. Also wie eine echte Sneak, so ein bisschen. Und ich glaube, wenn ich den Trailer gesehen hätte, hätte ich gedacht, das sieht nicht gut aus. Aber zum Glück hat ja Sky noch mehr als einen Film im Angebot. Nämlich, sie haben tatsächlich relativ schnell nach Kinostart Godzilla vs. Kong heißt das. Ich habe es falsch eingetragen. Godzilla vs. Kong gekauft, um auch... Gekauft? Ja, bestimmt. Wir werden es bestimmt nicht gerippt haben und hier einen Screener zeigen. Achso, ich habe verstanden, du hast es gekauft. Nee, Sky hat es gekauft, den zahlenden Kunden zu zeigen, nachdem sie ja so unbedeutende Rechte wie die Sonntagsspiele und Freitagsspiele der Bundesliga und alle Champions-League-Spiele verloren haben, ja. Muss man wenigstens ein paar Filme zeigen, ne? Damit die Leute am Ball bleiben. Zumindest bei mir haben sie damit ein kleines bisschen zurückgewonnen, sage ich mal. Und ich wollte eigentlich Godzilla vs. Kong im Kino sehen. Ich mag ja, ich bin damals ja auch bei Godzilla 2, bei diesem King of Monsters, bin ich ja auch extra alleine sogar ins Kino. Weil irgendwie keiner mitkommen konnte. Und ich mag das auf so großen Leinwand, wenn der Godzilla da so rumtappelt, da durch die Städte und hier die Menschen da so, oh nein. Tappelt. Ja, hast du mal die alten Filme gesehen, wo noch Menschen in Gummikostümen dann so in Zeitlupe durch die Städte und dann so die kleinen Japaner so alle so nach oben mit der Hand vorm Gesicht? Nein! Ja. So. Ja, herrlich. Ich mag das total. Und Godzilla vs. Kong handelt von, wer könnte es erraten, von Godzilla und King Kong, also. Da hatten wir letztens den Film Kong Skull Island, der das schon mal ein bisschen den Weg geebnet hat, der auch ziemlich gut ist, den ich empfehlen kann. Fandst du nicht? Ach, geht. Ach, ja gut. Geht, aber ja. Du bist nicht so in diesen Titanen-Kampffilmen oder so. Ich bin da so. Na, es ist egal. Also voll drin, ey. Da reicht wenig, um mich zu begeistern, sag ich mal. Das gebe ich auch ganz offen zu. Also Leute, wenn ihr jetzt. Das merke ich gerade wieder mal. Wenn ihr den Podcast hört und wollt eine objektive Meinung, dann müsst ihr mal beim Chris eher zuhören, glaube ich.
Also wir sehen am Anfang Kong, wie das kleine Mädchen, was wir auch schon aus dem vorhergehenden Teil kennen, da in so einer Dschungellandschaft, so ein Kong steht auf, früh so, oh, wie wenn ich aus dem Bett aufstehe, so bin ich ganz so groß. Und aber genauso behaart, oder was? Nee, eigentlich auch nicht. Nee. Und ja, der tappt dann da so rum. Und dann wirft er einen Speer und wir sehen, oh, da ist ja, das war für mich echt überraschend. Der ist in so einer Art Kuppel gefangen, wie bei Truman Show so ähnlich. Ne? Also ist da irgendwo eingesperrt offensichtlich. Und wir sehen dann, diese Kuppel befindet sich auf einem großen Schiff. Wir sehen dann, das ist irgendwie das Monarch-Schiff, was ihn da irgendwo hinbringen soll. Und vorher, nee, oder direkt danach sehen wir, wie eine Forschungseinrichtung attackiert wird von Godzilla. Also der Film, der hält sich nicht lange auf mit Expositionen und sowas, sondern es geht gleich los, ne? Weil man früher in manchen Filmen musste man erstmal ein ganzes Stück warten, bis man Godzilla überhaupt erstmal gesehen hat. Am Anfang hatte man hier nochmal was und da mal einen Rückenpanzer gesehen und so und hier sofort da und sofort seine Primärwaffe eingesetzt, da dieses blaue Licht mit diesem Laser, alles, ey, da war ich voll drin, ey, das war meine und schneide da rum in dieser Stadt mit seinem Laser und ja, und dann ist natürlich, ja, höchste Alarmstufe, weil Godzilla hat sich offensichtlich abgewendet, weil beim letzten Teil hat er ja noch den Menschen so ein bisschen geholfen im Kampf gegen andere Widrigkeiten und jetzt ist er offensichtlich völlig verrückt geworden und bekämpft oder greift Menschen an, wie kann das sein? Und ja, man denkt dann so, man bringt Kong dann auf eine, wo wollen die hinbringen? Nach Hongkong, sehr witzig, fällt mir gerade erst auf. Also Kong nach Hongkong bringt. Hongkong! Und während er auf diesem Flugzeugträger dann obendrauf angeschnallt ist, dann attackiert auch schon Godzilla diesen Schiffskonvoi und macht da erstmal alle hey, wie man im Schwabenländle sagt. Und man schnallt dann Kong dann doch mal los und da gibt's einen Kampf. Ey, da war ich auch schon wieder voll drin im Film. Also auf diesem Flugzeugträger, wo die sich da bekämpft haben und dann unter Wasser. Ey, das fand ich so cool gemacht. Tolle Effekte. Und die eigentliche Geschichte ist aber, ich verliere mich hier gerade ein bisschen in Einzelheiten, weil ich hier ans Schwärmen gerade. Nur dezent. Ja, eigentlich, Achtung, jetzt kommt's. Ey, das ist eine Geschichte für Schläferz, die mochte ich aber hier im Film auch sehr. Ach, die Erde ist hohl. Es ist das Hollow-Earth-Prinzip. Die Erde ist hohl und quasi wie damals schon bei Jules Verne gibt es da drin einen Lebensraum tatsächlich und da haben die Urzeitwesen überlebt und weil der ursprünglich mal daherkommt, man nimmt halt an, dass Skull Island quasi durch eine tektonische Aktivität von dieser Hollow Earth nach oben durchgedrungen ist und mit Kong zusammen und man nimmt an, dass er jetzt den Eingang kennt oder den Weg da rein kennt und man bringt ihn dann dahin zu dem Eingang der Hollow Earth und man begibt sich dann da rein und dann passiert da noch so einiges dann. Weil er soll dann von dort aus diese Energie, die Godzilla speist, dann quasi ja, übernehmen und sich selber. Ich darf jetzt nicht zu viel verraten, weil da kommt noch ein riesen Hammer, den darf ich leider nicht verraten. Der hat mich sowas von begeistert, dass das im Film war. Da würde ich aber zu viel eine wahnsinnig geile Überraschung verderben. Da können wir höchstens mal einen Spoilerteil anschließen. Aber ich sehe schon, dir hat es nicht ganz so gefallen. Also ich glaube, du bist nicht ganz so in dem Thema mit Hollow Earth und Godzilla. Ach du! Ich sag mal, ja, puh. Der Film ist einfach Quatsch. Ja, herrlicher Quatsch. So ein Quark. Also, wir haben Godzilla, ja. Mit Godzilla kann man sich anfreunden. Das hat seine eigene Welt. Wir haben Kong, okay, dass die aufeinander clashen. Okay, das sind zwei so große Titanen aufeinander treffen. Okay, auch. Boah. Mega.
Und dann geht es aber halt echt so, ja, okay. Ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, weil es ist einfach so, alles so ein bisschen, obala, da zerbricht mir hier alles. Es ist, die Story ist so grotzedämlich, die Dialoge sind so unfassbar mies. Es ist viel zu wenig Isaac Gonzalez dabei. Muss man ehrlich sagen. Es geht an so vielen Ecken und Enden, sind einfach so unfassbare Fehler drin. Diese Welt, wo sie da finden, wo oben und unten Atmosphäre ist und zwischendurch scheint die Sonne und was, das ist also so ein Quatsch. Also, ist das bescheuert? Würde ich vorstellen, okay, wir gehen, was weiß ich, wie viele Kilometer runter ins Erdinnere, quasi da, wo hier der Wechsel ist von wo ist jetzt oben und wo ist unten und oha, da ist eine eigene Sonne und eigene Atmosphäre und außerdem bauen wir da noch bestimmt einen Vergnügungspark rein oder was ist das? Das ist so ein Quark, also ganz ehrlich. Also, oh, wir wissen jetzt auch, oh, sie hat als Einzige erkannt, warum Godzilla böse geworden ist. Haha, sie ist ja so klug. Wir ganzen großen Menschen hier mit ganz vielen Ideen und so, da sind wir gar nicht drauf die Idee gekommen. Also, so dämlich. Und ganz ehrlich, für mich kriegt Godzilla in dem Film so unfassbar viel auf die Fresse. Das fand ich auch schon relativ unrealistisch. Der wieder. Kann einiges vertragen, sag ich dir. Ja, der kann einiges vertragen, aber der, also, der hat jetzt so mal im Ernst, Film der kämpft. Der kam immer wieder wie Jason, aber der hat noch mehr Filme. Ja, aber da kämpft ein Echsenwesen, das nochmal ewig größer ist als hier dieser Affe und kriegt von dem Affen einfach aufs Maul. Ach, hör doch auf. Ja, das ist stark. Hör doch auf. Ja, der ist ganz starker. Ja, ja. Also, nee. Er ist auch agiler. Kong. Ach so, ja, ja genau, ja, genau. Das war, wenn sie gegeneinander stehen und Armdrücken machen, dann ist er natürlich der agilere. Orang-Utan, ne? Sieht man auch sofort. Ja, ja, klar, ja. Klar. Also, wie konnte ich das? Also, Entschuldigung, das ist klar. Ich sehe schon, nimmst die ganze Serie überhaupt nicht ernst hier. Das ist ja. Ja, es tut mir leid. Es tut mir eigentlich nicht leid. Also, es ist einfach, es ist komplett quatschig einfach. Es gibt natürlich ein paar Wermutstropfen, dass zum Beispiel die großen Kämpfe, dass die in Hongkong stattgefunden haben und nicht in Japan irgendwo. Das ist ein bisschen ein kleiner Wermutstropfen für echte Godzilla-Fans. Dass die nicht hoffentlich kommst du drüber hinweg, durch Tokio durchgetrampelt sind. Aber ich werde ihn noch ein paar Mal gucken, also mir hat er sehr gut gefallen. Noch ein paar Mal? Klar, ich fand ihn super. Ich fand ihn super, den Film. Auch die, da gab es ja dann was waren das für diese Agenda, die diese Verschwörung aufdecken wollten, da diesen Podcaster und so. Das war auch so herrlich, wie die dann so sich so dämlich angestellt haben und die aber trotzdem durch die höchste Sicherheitsvorkehrung durchgekommen sind und so. Also so ein Quatsch. Und dann diese Untersee, dieses, wie heißt das Ding, was der Elon Musk hier für die Verbindung zwischen L.A. und San Francisco und Los Angeles geplant hat, das heißt auch Hyperloop oder sowas, so ähnliches war das Ding auch. War cool zu sehen. Ein Quatsch. Ja. Cool zu sehen. Also mir hat es extrem gut gefallen. Und wie gesagt, das eine darf ich jetzt nicht verraten, aber ja, vielleicht machen wir eine Spoilerwarnung rein, dann erzähle ich mal noch, was mir da noch so gefallen hat. So für die, die es vielleicht schon gesehen haben. Von mir kriegt Godzilla vs. Kong definitiv 8 Punkte. Also das ist ja wohl der so absolut, viel. Absolut gebongt hier. Also das ist ja. Von mir kriegt, was habe ich? 5 oder sowas habe ich mir jetzt 5 gegeben. 5 hast du eingetragen, ja. Ja. 5, jetzt mache ich mal ein kurzes Spoiler. 5 wegen Isaac Gonzalez. Ach komm. Achtung, Spoilerwarnung. Und dass da ein Mecha-Godzilla auftaucht, ist das nicht der Wahnsinn? Zum letzten Mal. Ich konnte damit rechnen. Erste Mal in dem 74er-Film, wo dann Mecha-Godzilla auf einmal kam und dann taucht er hier auf einmal auf. Das war doch der Hammer. Total.
Scheiße. Ach, das ist mit dir. Kann ich keinen Blumentopf. Das war nein, für. Also das war für Godzilla-Fans, jetzt muss ich das mal versuchen zu umschreiben, das war für Godzilla-Fans ungefähr so, wie als R2-D2 in Erwachen der Macht plötzlich auftaucht. So ungefähr ja, war das für Godzilla-Fans. Nochmal, ich habe ja da überhaupt kein Problem ja. mit dem Mecha-Godzilla. Das ist ja super. Das nur so. Die Art und Weise wieder mal. Warum? Dieses Warum? Das, so. Da, also haha! Warum hat sich bei Mechagodzilla, das war einfach nur so, ey, wenn Godzilla mal irgendwann eine falsche Richtung nimmt und wir wieder mal, dann bauen wir eine Maschine, das ist doch dieses typisch Japanische, ne? Das gab es ja auch bei Pacific Rim oder sowas, da sind eine Urzeitmonster, die aus einem Riss kommen und so, wir bauen eine Riesenmaschine, die genauso groß ist, weil dann können wir die ja gut bekämpfen, ne? Und so ist es ja. Und dieser Mechagodzilla, der ist ja jedes Mal dann selber Amok gelaufen und so. Ah, herrlich, ey. Ich hab das so gefeiert, ey. Außerdem sieht man den im Trailer. Ich hab den Trailer gar nicht geguckt. Wenn man genau hinsieht, wenn man genau hinschaut, sieht man den im Trailer. Ja, ich hatte es vermieden, da nochmal einen Trailer zu gucken, weil ich dachte, ah, den guckst du im Kino, da lässt du dich mal vollkommen mitreisen dann im Kino. Und das war auch gut so, ey. Der Mechagodzilla hat mir echt gefallen. Das war herrlich, ey. Und da habe ich gedacht, okay, das geht nicht gut aus mit dem Mechagodzilla und siehe da. Das wird kein gutes Ende nehmen. Hat gleich den Japaner da, der das Ding, der einem neuronal verbunden war, hat gleich gegrillt und so. Das. Ja. Ah, herrlich, 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 herrlich. Und wo dann sich die Strahlen getroffen haben vom echten Godzilla und vom Mechagodzilla, so puh. Ach, sehr ja. schön. Boah. Ich bin da voll dabei. Ich saß auch relativ nah vom Fernseher, dass ich den Effekt einer großen Leinwand hatte. Ach ja. Also, das ist schön, dass du deinen Spaß hattest. Ich fand den super. Ich glaube, er hat im Kino auch gefeiert. Ey. Also von mir aus gerne mehr Godzilla-Filme. Und ja, das ist immer cool. Also wenn es eine gewisse Qualität hat und ein bisschen Quatsch muss immer drin sein. Es war immer ein bisschen Quatsch drin in den japanischen Filmen auch. Und wenn ich irgendwann mal nach Japan komme, muss ich mal die Toho-Studios besuchen, wo man diese kleinen nachgebauten Tokio-Städte sehen kann, wo da Godzilla damals durchgetappt ist. Die Sets kann man da besuchen und so. Das muss ich irgendwann mal machen. Ich glaube, dann muss ich heulen und fall auf die Knie, wenn ich das mal in echt sehe. Na gut, okay. Gehen wir hier aus dem Spoiler-Talk raus. Achtung, Spoiler-Warnung. So, da sind wir wieder zurück im nicht mehr Spoiler-Teil. Ich habe noch einen Screener bekommen gehabt von einem Film, den haben wir hier schon ausführlich besprochen. Killer's Bodyguard. Muss ich, glaube ich, nicht mehr so viel zur Geschichte sagen. ist halt der Teil 2 davon. Ein paar sehr überraschende Szenen fand ich drin. Und, Motherfucker. Du hattest den auf Deutsch, ne? Ja, das Sneak, ne? Ich, auf Deutsch. Weil mein Screener war ein OV. Der hatte mich gefragt, was willst du denn haben? Willst du ein OV haben oder ein Deutsch? Und ich dachte, OV geht vielleicht schneller, weil den haben die vielleicht schon da. Und da habe ich den genommen. Und da hatte ich den halt auf OV. Und genau, da war halt dieser Witz. Ich weiß nicht, wie sie es im Original gehabt haben, oder auf Deutsch gehabt haben im Kino. Die von Interpol sind einige schottische Mitarbeiter dabei. Die sprechen ihren schottischen Dialekt. Und das ist zwar rudimentär irgendwie Englisch, aber irgendwie auch doch nicht. Also ich habe leider auch immer wieder das Problem mit meinen schottischen Kollegen. Also ich verstehe die manchmal. Und gerade heutzutage hier mit irgendwelchen WebEx und Zoom-Meetings und so. Und manchmal ich verstehe die manchmal nicht. Es geht einigen Kollegen so, muss man dann mal fragen. Dann so. Selbst englische Kollegen, UK-Kollegen verstehen manchmal ihre schottischen Kollegen nicht. Und das fand ich so cool eingewoben, so wie, was hat die gerade gesagt? So, wie haben die das im Deutschen eigentlich gemacht? Hat die da Sächsisch gesprochen oder Bayerisch? Nee, also die Assistentin war tatsächlich eine Schwedin und hieß Greta. Ach, eine Schwedin. Ah, okay. Nee, hier kam. Greta. Also hier waren richtig, die aus Schottland. Okay. Die haben dann halt immer Schottisch.
Na gut, da haben sie es aber halbwegs gut hingekriegt dann. Ja. Obwohl es natürlich noch witziger, Fall, noch witziger herrlich, ist, wenn Englisch Muttersprachliche nicht mal die Schotten verstehen und so. Sehr gut. Ja. Ja, da waren super witzige Szenen drin. Völlig überdreht. Und hat mir echt gut gefallen. Also Killer's Bodyguard von mir 7,5 von 10. Den habe ich direkt vor Godzilla vs. Kong geguckt. Und hab dann quasi gesagt, ne, fand ich nicht ganz so gut wie Godzilla vs. Kong. Ja, klar. Da, aber ey, ein paar Szenen drin und Selma Hayek, ey, super. Und ja, großartig einfach. Der ganze Film von vorne bis hinten, einfach großartig. Hattest du die Antonio Banderas, hat man mit erwähnt, das darf man erwähnen, oder? Die Rolle des Griechen. Den hatte ich erwähnt, ja, den hatte ich erwähnt. Wie hieß der im Deutschen? Muss ich mal fragen. Oh, weil im Englischen hieß er nämlich Papadikolos. Ah, nee, Papadikolos hieß er nicht. Warte mal, Killer's Bodyguard. Und da haben sie sich natürlich immer lustig gemacht. Oder warte mal, wie hieß der so, wenn ich das jetzt Fake News hier verbreite? Traue ich dir zu, die Fake News. Wenn, dann hätte ich es auf jeden Fall sehr sicher rübergebracht, oder? Das auf jeden Fall, also da, dafür ganz großen Respekt. Banderas? Hä? Banderas steht nicht drin. Antonio? Hä? Steht im Cast nicht drin auf IMDb? Das muss drin stehen. Achso, ich bin bei Killer's Bodyguard 1. Ha. Ja, da spielt er nicht mit. Nee, da spielt er garantiert nicht mit. Hitman's Wife's Bodyguard war es, genau. Heißt er im Original. So, mal gucken hier. Ach nee, der hieß auch Papadopoulos. Ja, aber der Ryan Reynolds hat ihn immer Papadikolos genannt. Herrlich. Kann man jetzt nicht mehr so viel dazu sagen. Geht da ins Kino rein, der läuft ja noch. Und ja, guckt ihn euch an. Also, richtig, das ist richtig geiler Film. Spaß, sag ich mal. Wenn man so auf diesen, jetzt mal Deadpool-Humor steht, so alles nicht so ganz ernst nehmen und so ein Buddy-Movie-Tendenz ist ja, damit einfach drin. Einfach dieses ganze Ding, also komm, der ganze Aufbau von dem Film. Ja, ich mache ein Sabbatical. Genau, er wird ja da quasi hin beordert von seiner Psychiaterin, da, dass er erstmal keine Waffen anfassen soll und nichts machen soll, was ihn irgendwie. Ja, herrlich. Empfehlenswert von mir, 7,5 hatte ich, glaube ich, schon gesagt. Und dann sind wir eigentlich durch mit den Filmen für diese Woche. Für die nächste Heimsneak habe ich mir was ausgesucht. Den Film Jolt von Amazon Prime. Ein Sci-Fi-Action-Film mit Kate Beckinsale. Der folge ich auch auf Instagram, wie einige andere auch. Und die hat den Film auch ein bisschen promoted. Und es sah ganz witzig aus, da die Szenen und auch so vom Set und so. Bin ich gespannt. Sind wir alle. Ja. So, dann gucken wir doch mal, was Neues im Kino anläuft. Vielleicht ist da ja schon mal irgendwas Cooles dabei, was noch läuft, wenn ich gehen kann. Kinocharts und Neustarts. Die Charts auf Platz 5 in den Stuttgarter Innenstadtkinos. Die Olchis, willkommen in Schmuddelfing. Da hatten wir sogar schon Merch in der Sneak von den Olchis. Wir haben da schon ein bisschen Schleim. So ein bisschen, bisschen Kultstatus. Platz 4 ist Space Jam, A New Legacy. Aber es gibt nicht mehr die Terminator-Duftbäumchen oder riechen so. Wie ein Terminator gibt es nicht mehr. Der hängt immer noch bei mir im Auto, der riecht nicht mehr. Achso, von Space Jam kriege ich vielleicht einen Screener, habe ich mal nachgefragt. Mal gucken. Okay. Platz, wo sind wir? 3, Der Rausch, Oscar-Gewinner. Angucken. Auch mit Mads Mikkelsen. Mensch, der hat einen Lauf gerade oder war der frühzeitig erkrankt und genesen und durfte drehen oder was? Man weiß es nicht. Platz 2, Black Widow. Da gibt es irgendwie gerade Stress so ein bisschen, ne? Wenn ich das richtig mitgekriegt habe, weil Scarlett Johansson wohl Disney verklagt hat. Ja, weil sie ist ja Mitproduzentin von dem Film und als Produzentin stehen ja durch einen Teil der Kinoeinnahmen zu, je nach Vertrag. Und wenn das natürlich Disney auf seiner eigenen Plattform rausbringt, weiß ich nicht, wie da die Lage aussieht. Deswegen, aber gut, da wissen wir jetzt nichts Genaues, da schauen wir mal. Platz 1,
ja, man muss es nicht gut finden, aber es lässt die Kinokassen klingeln und das ist auf jeden Fall Grund genug, den Film zu loben, nämlich Fast and Furious Teil 9 und ich glaube You Get What You Pay For, also geile Auto-Action, taffe Typen, gut aussehende Frauen, die auch Autorennen fahren und alles mögliche, also ich denke mal, das, ja, es gibt zu Recht eine Fanbase, sag mal so, die Benzin im Blut haben, die das gerne angucken. Viel Spaß damit. Und geht weiter ins Kino rein, kauft viele Snacks dazu. Der Film geht 143 Minuten. Das muss mindestens eine Packung Popcorn werden und ein großes Getränk, bitte. Da verdienen die Kinos nämlich auch ein bisschen was dran. Und dann seid ihr gerüstet für dieses Popcorn, für diesen Popcorn-Film Fast and Furious Teil 9. Und den wird es bei Zeiten nicht auf Disney Plus geben, das verrate ich euch schon mal. Und Sky wahrscheinlich auch nicht. Also, da das müsst ist aber echt, ein Spoiler. Da müsst ihr echt ins Kino gehen, ne? Ja, also auf. So, was läuft jetzt noch neu an? Erstmal gucken bei kino.de, das ist ja die verkürzte Liste, die wahrscheinlich überall laufen wird. Ah, den würde ich gern sehen. Da läuft Kaiserschmarrn-Drama an. Ich bin ein echter Film von den. ich bin wirklich ein echter Film von diesen Eberhofer-Krimis. Und ich finde es einfach so herrlich absurd in dieser bayerischen Kleinstadt, mit was die sich da für Fällen rumschlagen müssen, mit Drogenanbau, mit sonst was und wie die zwei da oder die ganze Truppe und die ganzen Nebendarsteller, die haben wir ja schon in einigen österreichischen Filmen auch gesehen. Die haben immer so ein. Ja, so diesen trockenen Humor und ach, ich mag das total. Also diesen siebten Film hätte ich ja gerne im Kino geguckt. Mal gucken, ob der noch läuft, wenn ich dann gehen kann. Vielleicht gehe ich da hier mal gleich in der Nähe ins kleine Kino oder so. Das reicht, glaube ich, auch. Da muss ich nicht bis reinfahren extra nach Stuttgart. Der braucht, glaube ich, nicht so eine große Leinwand. Aber wer eine große Leinwand brauchen könnte, Chris? Hä? Ja, ist der The Suicide Squad. Vom Guardians of the Galaxy Regisseur James Gunn schreibt und inszeniert das Relaunch der DC-Anti-Helden-Gruppe, die sich in eine Selbstmordmission stürzt. Mit Will Smith, Margot Robbie, Jared Leto. Also das ist schon mal, ja, spannend, sagen wir mal so, weil Suicide Squad gab es ja schon mal, jetzt kommt das Suicide Squad. Ja. Ich finde, das ist für den... Dauert über 2 Stunden, der Film. Ich finde, das ist für den normalen Besucher schwer zu durchschauen, dass es ein neuer Film ist, finde ich. Also da einfach The Suicide Squad also The ja. davor zu hängen, da hätte ich es wenigstens irgendwie ja. Suicide Squad X oder irgendwas oder Suicide Squad weiß nicht 2? Irgendwas nicht 2, das ist ja quasi ein Reboot von dem. Ja, aber der erste ist ja jetzt nicht so lang her, also. Ja eben, der war ja noch ein paar Jahre her. Ne? Idris Elba, John Cena. Guck mal, ich denke doch gerade, irgendwas stimmt. Margot Robbie, ja klar, aber Will Smith spielt doch ja gar nicht mit, Jared Leto. Geil, das ist, wenn Kino.de falsch aufschreibt, also. Neben den Neuen ist halt Margot Robbie, Idris Elba, Joel Kinnaman. Ja. Ja, ja. Viola Davis. Ja. Also sind halt nicht mehr alle dabei, die in dem Originalfilm dabei waren, wobei ja Will Smith ja auch nicht gerade so die wahnsinnige Rolle hatte, ne? Jay Courtney dabei. Haben wir noch so? Ja, ich weiß nicht, der James Gunn, der ist auch ein bisschen in Ungnade gefallen. Jetzt macht er hier den DC-Film. Ich fand ihn eigentlich, den ersten Suicide Squad, auch nicht so schlecht, ne? Konnte man gucken. Der war schon ein bisschen Mut zum Trash, muss man haben. Und John Cena. And his name is John Cena. Aber ja, ich würde ihn, glaube ich, gern mal. Du guckst gucken, den doch ja. nur, weil da dieser, weil King Shark mitspielt. Wer ist King Shark? Ja, genau. King Shark, im Original gesprochen von Sylvester Stallone. Ist das ein Hai oder was? Ich kenne mich da mit denen nicht so aus. Du bist ja ein Fuchs, hey, das Ding, der heißt King Shark und du schließt darauf, dass es ein Hai ist. Das ist natürlich. Ach Gott, hey. Jetzt habe ich ein Bild gesehen. Ach du Scheiße, nee. Oh, sieht der aus. Wer kommt denn auf sowas, ey? Willkommen bei DC, ey. Ach du Scheiße. Nee, okay, also. Pff, ich gucke den vielleicht, glaube ich, doch nicht an. Also, um Himmels Willen, wer kommt denn auf so einen Superhelden? Normaler, ich würde mal sagen, ein Bodybuilding-Körper, würde ich es mal sagen, und obendrauf ein Haikopf. Also,
das Einzige, was man da noch halbwegs ertragen kann, ist die Popsocket-Figur davon, wo ich gerade ein Bild gefunden habe, aber die normale Figur, wie der hier aussehen soll. Im Original gesprochen von Sylvester Stallone. Ja, das mag ja sein, aber ey, ach, hier ist ein Bild aus dem Film. Ach du Scheiße, nee, also, da lache ich mich ja kaputt. Das geht ja gar nicht. Oh mein, oh mein. Ach du meine Güte. Okay, also Kinotermin wird es für mich auf jeden Fall nicht. Den Suicide Squad von David Ayer, den habe ich ja auch im Heimkino gesehen gehabt, als der irgendwann mal auf Sky lief. Das wird dann wahrscheinlich auch so ein Kandidat werden. Ja, für dich ja bestimmt auch kein Kinotipp, oder? Nee. Was haben wir noch? Quo Vadis Aida, Kriegsdrama aus Bosnien-Herzegowina, das den Genozid an 8000 Männern im Jahr 1995 in den Fokus rückt. Ah, bestimmt kein Feel-Good-Film. Doch, klingt aber so. So eher Programmkino-Thema. So, was haben wir denn noch? Kino-Neustarts vom... Achso, muss ich hier mal vorblättern? Vom 1.8. 1.8. Ne, 5.8. 5.8. Fabian oder der Gang vor die Hunde. Perfekte Ehefrau mit Juliette Binoche und Jolande Moreau, nein! Okay, gut, dass der jetzt startet, dann kommt der nicht, wenn ich ins Kino gehe. Wenn ich in die Sneak gehe. Ey, der Kelch ist an mir vorbei. Den kriegt ihr morgen. Haha, den kriegt ihr morgen. Den kriegt ihr morgen. Abwarten. Den kriegt ihr morgen. Okay, die wilden Hühner. Das ist ja hier von der Die wilden Kerle hier mit Mädchen. Look Me Over, Liberace, Reset. Was ist ein Reset von Thierry Dornan? Was ist denn das? Reset. Gleich mal gucken. Das klingt doch nach irgendeiner... Es gab doch, glaube ich, einen französischen Comic, der so hieß. Was ist Reset? Film tells the story of people who engage in extreme activities in nature, in air, on the water. Aha. Mit Vincent Cassel. Ah, sieht nicht schlecht aus hier, der Trailer. Okay, aber ich glaube, das wird alles nicht laufen, diese kleineren Filme, solange wie das noch nicht wieder richtig losgeht im Kino. Oder haben wir noch was? Ja, glaube ich auch. Born for Con. Born for Con. Was ist denn das? Ja, wahrscheinlich ein Bauernfilm. Der. Ach so, ja, ne, ich dachte hier Con, hier... Boah, Weinbrand. Ja, du denkst wieder an Saufen hier. Ja, ich gerade. Ja, eben, gerade du. Okay, wollen wir eigentlich über die neue Folge Ted Lasso reden, oder? Können wir kurz machen, ja. Serien. Ted Lasso. Achtung, Spoilerwarnung. Mache ich jetzt mal ohne das Ding extra. Für die, die es noch nicht gesehen haben. Wir reden von Staffel 2, Folge 2. Die ich diesmal nicht so gut fand, muss ich sagen. War ein bisschen. Warum nicht? Nee, fand ich nicht gut. Hatte mir zu einen ernsten Ton, da war mir zu wenig von dieser Feel-Good-Attitüde dabei. Und auch das Ende, dass sie jetzt quasi den Toxic Player, um mal mit der Gamersprache. Genau, dass sie jetzt den Toxic Player wieder zurück ins Team holen, der ja. Wo jetzt alle nicht so begeistert sind und so. Das ist für mich nicht so dieses Feel-Good-Ding, was ich mir da immer so... Ja, aber genau das ist, was mir gerade so gefällt. Es geht wirklich weg von diesem Feel-Good-Ding. Das ist nämlich auch, da ist ganz arg wichtig, diese Aussage von der Psychologin in der Serie, wo sie sagt, ja, hier herrscht eine total gute Atmosphäre und bla 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 bla. Und ich glaube gerade das, da wollen sie gerade von weg so ein bisschen und einfach auch zeigen, dass nicht alles oder alle Entscheidungen, die Ted Lasso trifft, vielleicht die besten sind. Und dass zu viel Harmonie dann auch wieder scheiße ist, weil, ne, sieht man ja jetzt. Also, ich bin gespannt, wo sich das hinentwickelt. Also, ganz einverstanden mit hier, wir holen Jamie Tart zurück und wie das sich alles aufgebaut hat, fand ich halt mega witzig, muss ich aber auch ganz ehrlich sagen. Also. Ich fand es auch gut, dass das jetzt so ein bisschen macht, was ich mir gewünscht hatte. Vielleicht kannst du dich erinnern, am Ende der ersten Staffel hatte ich mir gewünscht, dass die Serie mehr in der realen Welt spielt. Also sprich, dass da so Sky oder dass da mal Cameos drin sind und so. Oh, das war ja diesmal wieder, also noch nicht so auf ein ganz top-notch, aber
dass man da schon mal so Sky und so, Sky Sport News und mit so ein paar Leuten, die, mit denen diskutiert hat, die sich alle selbst gespielt haben, die ich nicht kannte. Ich weiß nicht, vielleicht kanntest du die. Ja, aber das habe ich wirklich gefeiert. Also das. Also, die haben doch total scheiße gespielt hier. Also, das ja, aber das, das Trikot mit Stolz tragen. Ja, wir entschuldigen uns für die Wortwahl. So eine Scheiße. Und die in der Kneipe, die haben es gefeiert. So gut. Ja, das ist es halt. Das ist halt genau der Punkt. Also draußen kommt es wieder ganz anders an bei den normalen Fans, wie halt bei den Fernsehmachern. Das ist ja. Und das fand ich einfach gut eingefangen dann auch. Aber gut. Also. Ja, es ist, wie du es schon gesagt hast, es ist nicht mehr so diese Leichtigkeit, die kräht gerade einfach extrem flöten. Und das finde ich ganz spannend zu beobachten, wie sie das wieder einfangen. Na, mal sehen, vielleicht. Ja, mal gucken. Aber was jetzt immer unglaublich witzig ist, ist dieser eine Typ, der kein Büro mehr hat, immer irgendwo sitzt und dann auftaucht. Ja. Dann so im Hintergrund, so ja. Immer, okay. Naja, jetzt, das ist einfach zu gut. Jetzt zieht er mit dem einen zusammen. Was hat der eigentlich für ein Beef mit seinem Moischi da hinten? Der hat ja immer die Sachen. Die naja, ich meine, er macht ja seinen ehemaligen Job und der will ja, dass. Ach so, das perfekt ist. Die ja. Lavendelduft. Französisches Hotel? Sehr, sehr lustig. Ich musste die Folge jetzt mal auf Deutsch gucken, weil mein Kleiner hat mitgeguckt, weil der hat irgendwie mitbekommen, dass es da irgendwie um Fußball geht und so. Da hatte ich schon beim letzten Mal, habe ich dann am Ende auf Deutsch umgeschaltet, weil er mit dazu kam. Und ich glaube, da sind mir jetzt einige, ich mag das ja immer mehr, wenn du dann so den Original-Slang mit drin hast und so. Das hat mir, glaube ich, diesmal auch ein bisschen gefehlt, was mich ein bisschen mehr reingezogen hätte. Muss ich mal schauen. Ja. Vielleicht muss ich dann zweimal gucken. Aber es ist dann doch, im Endeffekt ist es Jammern auf relativ hohem Niveau. Ja, ist toll. Ist eine tolle Serie, Ted Lasso. Finde ich auch echt ganz gut, dass sie jede Woche nur eine Folge haben. Dann kann man die richtig schön genießen und da in Ruhe gucken, genau. Und ein bisschen drüber nachdenken und drüber erzählen im Podcast und so. Das ist immer ganz praktisch, als wenn dann alles auf einmal kommt. Ah, apropos, stimmt, How to Sell Drugs Online Fast. Staffel 3. Hast du da schon reingeguckt? Nein, habe ich jetzt für die kommende Woche vor. Also ich habe die in 2 Tagen durchgebinged, ne? Also das ist ja der Wahnsinn. Ich finde die so geil. Also die dritte Staffel, die zweite war so ein, ja, auf hohem Niveau auch ein bisschen, ja, ganz okay. Aber ey, die dritte, die haut ja mal wieder voll rein. Die ist richtig, richtig, richtig gut. Und die hat ein wahnsinnig tolles Ende, das ich natürlich nicht verraten werde. Die hat ein tolles Ende, wo du sagen kannst, okay, es könnte jetzt hier locker vorbei sein, die Serie. So ein richtig schönes, rundes Ende. Könnte jetzt vorbei sein, hätte aber auch noch genügend Möglichkeiten, da was draus zu machen. Und ich würde mir natürlich sehr wünschen, dass das irgendwie weitergeht, weil wir hatten auch bei Fortsetzung folgt das Thema mal kurz angesprochen. Bei Netflix sind sehr viele Serien am Reißbrett geplant. Also Netflix weiß natürlich von den Sehgewohnheiten der Personen, das sieht man auch in den Filmen, wo gesagt wird, okay, wenn wir wollen, dass ein Film Erfolg hat, dann muss es die und die Bestandteile haben, muss so und so gedreht sein und so, die und die Schnittfolge haben, das wissen die ja alles. Die sehen ja genau, wann ist die Dropout-Rate, ja, wann steigen die Leute aus, wann gefällt es denen nicht mehr, wie weit, bis zu welcher Folge gucken die weiter und so weiter. Die haben wirklich Big Data im Hintergrund, die das analysieren. Und ja, ihr Leute, ihr könnt euch ruhig WhatsApp installieren aus Angst, dass ihr überwacht werdet. Solange ihr Netflix guckt, ist alles egal. Weil da offenbart ihr alles, ja. Oder auch jeden anderen Streaming-Dienst, selbst TV Now oder keine Ahnung, wie heißt das, RTL-Ding. Ist genau dasselbe. Also einfach, ja, jedenfalls How to Sell Drugs Online Fast ist so eine Serie, die so völlig aus diesem Rahmen fällt, finde ich. Völlig aus diesem Netflix-Reißbrett-Rahmen einfach, da sind irgendwie so irrwitzige Szenen, so eine Art Traumsequenzen drin, die dann einfach mal richtig komplett gedreht werden, ja, wenn irgendwas, und ach, das ist der Wahnsinn. Echt gut, ich darf natürlich nichts verraten, was ich auch nicht tue. Ich kann nur verraten, ich habe am Ende, als ich das geguckt habe, gesagt, oh, was für eine geile Scheiße ist denn die dritte Staffel von How to Sell Drugs Online Fast auf Twitter, und da hat mich der Regisseur und Showrunner des Ganzen, Stefan Tietze, hat mir ein Like gegeben. Also das ist eine sehr hohe Adelung, die ich da erfahren habe. Und genau, ja, vielleicht hört er sogar hier rein. Schöne Grüße und mach weiter so. Das läuft.
das gefällt. Ich lasse ein Like da. Okay. kein Dislike auf allen also, Plattformen. Du guckst auch mal rein. Was halt das Schöne ist, ja, ist, halt, auf jeden Fall rein. Ist halt auch so für uns Nerds, so eine, oder die sich ein bisschen auskennen mit der Technik. Das ist jetzt kein Bullshit, was die da machen. Das passt halt auch irgendwie. Ne? Das ist jetzt kein, wie jetzt bei anderen Filmen, wo die dann irgendwie auf so einer Tastatur wild rumtippen und dann stehen nur drei Zeichen auf dem Bildschirm und die haben aber mit allen 10 Fingern irgendwas getippt und so, egal. Sondern das passt halt irgendwie und auch die Codes, die da stehen, wenn man da mal einen Freeze-Frame macht oder so. Sehr gut. How to Sell Drugs Online Fast, wenn ihr das noch nicht geschaut habt. Es gibt 3 Staffeln auf Netflix. Die sind auch snackable Häppchen, also ist nicht so lang. Die Folgen, guckt da mal rein. Okay. Die Rätselecke überspringen wir ja heute ganz bewusst, weil sonst würde ja der Gewinner von vornherein feststehen. Da warten wir, bis die Kate mitraten kann. Genau. Das gewinne ich einmal und dann darf ich es nicht machen. Toll, toll, toll. Doch, nächste Woche darfst du es machen. Du darfst dir dann wie bei deinem Helden der Wahrscheinlichkeit ein super perfektes Rätsel mit doppelten Böden ausdenken. Aber hallo, hey. Und deswegen gibt es auch heute nur 2 Musiktipps für unsere Playlist. Music. Ich habe aus Godzilla vs. Kong die Hollies, The Air That I Breathe. All I need is the air that I breathe. Oh, das ist so albern nah, am Ende. So nah dran hier. Das müssen wir aufpassen mit der GEMA. So Panne am Ende. Ich habe tatsächlich heute beim Stöbern bin ich über einen Song gestolpert von Lea und Casper. Und der heißt Alles Schwarz oder sowas oder in Schwarz irgendwie. Fand ich aber nicht so geil, aber jetzt bin ich wieder bei Casper hängen geblieben. Deswegen ist mein Musiktipp diese Woche Casper im Ascheregen. Den kenn ich. Der ist gut, ne? Der ist gut, ja. Casper überhaupt eigentlich. Hat gute Sachen. Okay. So, dann sind wir eigentlich durch für heute soweit. Es ist auch mal wieder Zeit. Ich habe es lange nicht gemacht. Mich bei allen Patreons zu bedanken, die uns regelmäßig ein bisschen Geld in den Hut werfen, damit wir die ganze Sache hier am Laufen halten können. Dafür müsst ihr euch hier die ganze Scheiße immer ertragen. Ihr seid selber schuld. Nee, vielen Dank dafür. Und ja, an alle Unterstützer, auch an alle, die vielleicht nicht den 1 Euro oder 2 Euro haben oder was da für Patreon-Stufen bei uns gibt. Alle, die die Sendung immer teilen, die weitersagen, dass es die Sendung gibt, vielleicht jemand auch empfehlen, so hey, du guckst da gerne Kinofilme, hör doch da mal rein. Und genau, vielen Dank euch allen. Ich sehe, auf Spotify geht es immer weiter voran hier mit Downloadzahlen für alle, die uns auf Spotify hören. Ihr habt leider keine Kapitelmarken, also wenn ihr den Podcast mit Kapitelmarken hören möchtet, also wenn ihr sagt, oh, ich möchte nicht hören, wie Godzilla hier wieder, wie der Eric hier wieder das Abfeier, das interessiert mich überhaupt nicht und ich will zu Killer's Bodyguard springen, dann geht das leider nicht mit Spotify, sondern ihr braucht dann eine ganz normale Podcast-App, die es auf jedem Smartphone eigentlich per Default schon fast gibt, standardmäßig, oder es gibt auch spezielle Podcast-Apps, die noch ein bisschen mehr Funktionen haben und da hat man dann in den meisten Fällen Kapitelmarken drin, das heißt, man kann dann einfach zum nächsten Kapitel springen, sich das anhören und Kommentare auf kinocast.net am besten da lassen, auch wenn ihr es auf Spotify hört. Ich glaube, da kann man nicht kommentieren auf Spotify. Habe ich zumindest noch nicht gesehen. Dann kommt am besten kinocast.net und lasst da einen Kommentar da, wie ihr es so findet. Ich gucke gerade mal auf Twitter. Also Twitter @kinocast und Instagram @kinocast gibt es natürlich auch. Da ist allerdings mit den, da schwemmt so viel rein, teilweise an Kommentaren, das kriege ich nicht so richtig gefiltert. Also wenn da was Wichtiges ist, am besten auf kinocast.net den Kommentar da lassen. Okay. Dann sind wir eigentlich durch für heute, oder? Ja. Jo. Ach, halt. Jo. Ein, was hatte ich doch noch. Nein. Oh. Was wollte ich eigentlich? Hast du noch ein bisschen Zeit? 5 Minuten? Alle ja. Zeit der Welt. Ich habe ja beim vorletzten Mal schon angekündigt, ich wollte eigentlich in der letzten Folge mal so Tipps machen, was man, wenn man in Urlaub fährt, so für seine Kamera alles haben sollte, könnte, was es da alles so gibt an Neuigkeiten. Ich habe mal so eine kleine Top 5 gemacht, also wenn ihr eine GoPro habt oder eine DJI Osmo Action, die auch sehr gut ist, also ich habe beides, ich habe eine GoPro und eine DJI Osmo Action, die können beide 4K in 60 Frames, also wenn ihr
einen modernen Fernseher habt mit Ultra HD, dann macht das richtig Spaß, dann so die Urlaubsfilme anzugucken. Und speziell, wenn ihr irgendwo hinfahrt, wo es ans Meer geht zum Beispiel, die sind auch beide schon von sich aus wasserdicht. Die könnt ihr einfach mit reinnehmen. Aber damit da nichts schief geht, habe ich mal so eine kleine Liste. Also es gibt zum Beispiel so einen Handgriff, da kann man die Kamera draufschrauben. Da hat man die dann an der Hand beim Schwimmen. Dann Platz 5 habe ich hier einen Gorilla-Pod, der ist immer sehr hilfreich. Das ist so ein kleines Stativ mit extrem biegbaren Füßen. Da kann man halt um alles Mögliche drum wickeln. Kann man um irgendwelche, was weiß ich, Zäune drum wickeln, wenn man irgendwas filmen will oder sowas. Das gibt es für wenig Geld. Dann Platz 4 habe ich mal ein kleines Zusatzmikrofon, weil die eingebauten Mikrofone, die sind ja meistens ziemlich weit weg. Und wenn man da so ein ganz kleines Mikrofon hat, was ist so ein Ansteckmikrofon, wenn man da was sagen will oder kommentieren will, ist immer besser. Platz 3 hätte ich einen sogenannten Gimbal, das ist ein Schwebestativ. Das kostet dann schon ein bisschen mehr, da liegt man so im Bereich so um die 100 Euro, damit man eben nicht so sehr verwackelt. Die neuen Kameras haben zwar so einen Verwacklungsschutz, aber immer noch besser, man gleicht das auf eine mechanische Art und Weise aus. Also ein Gimbal. Dann kommen wir schon in die Richtung Tauchen, Schnorcheln und so weiter. Was ich jetzt neu habe, sind sogenanntes Unterwasser-Linsen-Set. Und zwar gibt es hier so Vorsatzlinsen für die DJI und für die GoPro. Da hat man in verschiedenen, das sind so Magenta-Orangetöne, je nachdem wie tief man taucht, schraubt man das vorne drauf und dann werden halt diese farbverfälschenden Anteile des Lichts rausgefiltert. Das heißt, wenn man so Korallen filmt oder Fische, dann sind die richtig farbenfroh, weil dann die anderen Teile rausgefiltert werden. Also Unterwasserlinsen und Platz 1 natürlich ein sogenannter Tauchgriff. Das heißt, da ist ein Griff, da ist so eine kleine Schlaufe dran, die macht man sich ums Handgelenk und der Griff selbst ist auch schwimmfähig, damit euch das nicht passiert, was vielen passiert ist, wenn ihr mal auf YouTube eingebt, irgendwie gefundene GoPro oder sowas oder found GoPro. Da gibt es nämlich sehr viele, die dann irgendwie ihre GoPro, die ins Wasser fällt und die dann nicht wiederfinden und irgendwann wird die halt angeschwemmt und die Leute nehmen dann mal die kleine SD-Karte raus und lesen die aus und zeigen dann auf YouTube, was auf dem Film drauf war. Deswegen ein Tauchgriff, weil wenn ihr dann wirklich unter Wasser seid und die GoPro fällt euch aus der Hand, dann passiert gar nichts, sondern das Ding schwimmt einfach nach oben und es ist leuchtend gelb und so, das sieht man dann gut. Das waren meine Tipps für euren Urlaub. Ich hoffe, es hilft was. Hast du eine GoPro eigentlich, Chris? Oder? Ich habe eine GoPro, ja, eine ältere, das glaube ich, eine 3er oder sowas. Ne, 4er, ja. Hero 4. Entschuldigung, steht sogar hier. Ja, die ist super. Ja, die ist. Die hatte ich auch schon im Urlaub dabei in Korea. Großartig mit ins Meer gegangen und alles. Also, aber mit gerade solche Sachen, wo du sagst, habe ich teilweise auch, ja. Die 4er, die brauchte noch ein Unterwassergehäuse, ne? Diese Plastik. Ja, die braucht noch jetzt, genau. Ja. Genau. Ich habe auch zusätzlich eins, weil das Salzwasser, das mag ich dann doch nicht, wenn das so sehr direkt auf die Kamera geht. Ja, genau. Ja, also. Daher seid ihr vorbereitet, jetzt geht ja die Urlaubszeit los. Bei vielen hat sie schon begonnen. Wir sind ja hier in Baden-Württemberg und die Bayern, die haben auch so mit als letzte Ferien. Deswegen habt ihr noch rechtzeitig Zeit, bei Amazon zu bestellen. Vielleicht packe ich ja die Sachen mal als... Oder woanders, es gibt auch Einzelhandel, nein, wo man hingehen kann. Nein. Nein? Okay. Geh mal in Einzelhandel und lass dich mal beraten. Nee, das ist, nee falsch. Es gibt gute. Also es gibt wirklich gute Einzelhändler, auch gerade im Bereich Fotografie und so. Kenne ich persönlich ja auch einige dann, aber geht natürlich am schnellsten und gerade so diesen kleinen Kram. Vielleicht mache ich mal eine Liste in Shownotes, wo ihr einfach draufklicken könnt. Das ist aber, glaube ich, dann keine Affiliate-Liste, weil wir sind keine Affiliate mehr bei Amazon. Da könnt ihr einfach so bestellen. Ich sammle es nur einfach mal zusammen. Okay, dann, ja, Chris, vielen Dank fürs Mitmachen. Wünsche dir noch einen sehr schönen gerne. Sonntag. Grüß die Kate. Ebenso. Und viel Spaß morgen im Kino mit dem Film mit Yolande Moreau. Danke. Wo du schon sagst, falls ja, er kommt, schicke ich dir den Screener. Wenn der französische Film, wenn der französisch-belgische Film, wenn der an OV ist, das wird schwierig, ne, dann. Ja, wir werden sehen, wir werden sehen. Ich dann morgen lese, die perfekte Ehefrau. Dann lache ich mich kaputt, ey. Bin ich so froh, dass dass der Kelch an mir vorübergegangen ist. Jetzt abwarten. Nee, kommt bestimmt was Gutes. Also bis dann. Tschüss. Ciao. Bis bald im Kinocast.